Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder Michelle von Stempelrausch. Schön, dass du wieder vorbeischaust. In dem heutigen Video möchte ich dir gerne eine Prägetechnik vorstellen. Die nennt sich auf Deutsch falsches Metallprägetechnik. Wenn du danach im Internet suchst, wirst du nicht wirklich fündig werden. Du wirst eher mit dem englischen Begriff Glück haben und das nennt sich Faux Metal Technik. Und so sieht das aus. Das finde ich total spektakulär, was man damit machen kann, also mit dem Prägepulver zum Erhitzen. Und das habe ich mit Kupfer ausprobiert. Gefiel mir richtig gut. Also das Ganze jetzt, also die Umrandung jetzt nicht ganz so, weil das zu großflächig ist. Also ich habe hier mit dem großen Stempelkissen Versamark immer reingestupft oder das aufgetragen. Und das ist mir zu großflächig. Also ich werde mir demnächst nochmal die Stampin' Spots bestellen, die man ja auch selber befüllen kann, weil die werden ja leer geliefert, also ohne Tinte. Und es gibt Nachfülltinte, auch für das Versamark. Ich sehe gerade, da ist auch nicht mehr ganz so viel drin. Also das wird dann auch wieder auf meiner nächsten Bestellung sein. Also Versamark Nachfüller gibt es, womit du dann auch dein Stempelkissen ganz normal wieder aufbefüllen kannst, als wenn du jetzt mit der klassischen Stempelfarbe deine Stempelkissen wieder auffüllen möchtest. Deswegen mein Tipp an dich, wenn du ein Stempelkissen bestellst, egal ob das ein klassisches Stempelkissen ist oder die anderen, die Stays On oder das Flüsterweiße, oder das Versamark-Stempelkissen, bestell dir am besten gleich den Nachfüller mit. So ist dann auch gewährleistet, dass wenn das Stempelkissen mal leer ist, dass du das dann auch wieder neu befüllen kannst. Genau, also diese Technik finde ich total cool und ich möchte dir zeigen, wie das geht. Ich habe hier schon mal was vorbereitet. Ich möchte das heute nicht in Kupfer dir zeigen, sondern in Gold. Und das sieht wirklich aus wie ein Metallschild. Also das habe ich jetzt ausgestanzt mit einer neuen Stanzform aus dem Herbst-Winter-Katalog. Das nennt sich Findlitzform Weihnachtsanhänger. Und das ist ziemlich neu, dass hier ganz viele Stanzformen auf einer einzigen Platte sind. Es gibt nämlich dazu ja auch passenderweise ein Stempelset. Das nennt sich Schöner Schenken. Und da kann man dann wirklich auf einmal alle Stempelmotive stempeln und dann auch gleichzeitig dann oder danach dann halt ausstanzen. So würde das dann aussehen. Das hatte ich jetzt in Espresso gestempelt und da kannst du dann halt ganz süße kleine Anhänger dann machen. So, ich habe jetzt hier schon mal ein bisschen was vorbereitet. Das ist einmal ein halber DIN A4 Farbkarton in Granit. Den habe ich in der Mitte bei 14,8 cm gefalzt. Also das Grundmaß, wenn man das zusammengeklappt hat, hat das Maß 14,8 mal 10,5 cm. Dann habe ich hier die Mattung. Das ist 1 cm kleiner. Das ist in Espresso und hat das Maß 13,8 mal 9,5 cm. Und dann habe ich hier noch Designerpapier, welches ebenfalls im Herbst-Winter-Katalog 2018 zu finden sein wird. Das nennt sich dann Designerpapier Hüttenromantik. Das ist wunderschön. Also da sind wirklich ganz tolle Motive drin. Ich kann hier einmal ganz kurz und ganz schnell zeigen. Die sind immer doppelseitig belegt. Das ist hier das, was ich jetzt benutzen werde. Und von jedem Bogen sind immer zwei enthalten. Das hatte ich eben. Und das hat die Grundfarben. Also das finde ich super toll, dass die diesmal ein bisschen aufgeteilt ist mit Vanille pur und Flüsterweiß. Weil entweder ist immer, oder oftmals, soweit ich weiß, immer nur Vanille pur oder Flüsterweiß. Und hier ist jetzt Schwarz, Chili, Granit, Waldmoos, Vanille pur und Flüsterweiß enthalten. Finde ich total schick. So, und das habe ich mich für dieses Holzoptik-Designer-Papier entschieden.
Das habe ich auch schon einmal bestempelt. In Sahara sein mit meinem neuen Lieblingsstempelset aus dem Herbst-Winter-Katalog. Das nennt sich Eisblüten. Also damit habe ich in den letzten anderthalb Wochen, ich weiß nicht, gefühlt jedes Mal was gemacht, weil es mich so umgehauen hat. Ja, also ich finde es mega. Da gibt es ja auch passende Stanzen für. Ist wirklich einfach nur genial. Vor allem ist es ein Set, was ja nicht nur für Weihnachten ist. Das kannst du wirklich das ganze Jahr verwenden. Also damit wirst du auch noch ein, also bestimmt das ein oder andere Video dazu sehen, weil es, ja, ist ein Must-Have, ein Favorite. So, also das habe ich jetzt in Sahara-Sand einmal gestempelt mit dem Stamparatus. Das ging super einfach. Da habe ich dann einfach alle Stempel hier montiert. Auf der Platte einmal die ganzen Stempel erstmal so auf das Designerpapier hingelegt. Und dann Klappe runter und eingefärbt und gestempelt. Also schneller geht es eigentlich fast gar nicht. So. Das brauche ich aber nachher nochmal. Nicht für die, sondern für den Schriftzug. Alles Liebe und Gute. Das ist dieser hier. Und dann habe ich hier noch das neue Geschenkband. Also einen Leinfaden habe ich dazu verwendet. Ebenfalls aus dem Herbst-Winter-Katalog. Das nennt sich geflochtenes Leinband. Und da sind 9,1 Meter drauf. Das sieht total cool aus. Das gibt dem Ganzen hier so einen schönen rustikalen Touch. Und das werde ich dann jetzt einfach gleich aufkleben. Moment, dazu brauche ich dann gleich erstmal die Stampin' Dimensionals. Da nehme ich dann nicht die Minis, sondern die normalen. Zwei Stück. Und das klebe ich hier mit dem Tombow Mehrzweckflüssigkleber auf. So, das ist schon mal meine fertige rustikale Karte. Also kann man auch super als Männerkarte verwenden. Und ich zeige dir mal jetzt, wie das Ganze hier funktioniert mit dem Heißprägen. Du kannst eigentlich jeden beliebigen Farbkarton dafür verwenden. Also ich habe hier noch ein Reststück extra starken flüsterweißen Farbkarton und brauche jetzt einmal eine Unterlage. Und färbe das Ganze einfach nur mit Versamark dann ein. So, jetzt brauche ich mein Prägepulver in Gold. Und mein Erhitzungsgerät. Das muss ich jetzt hier einmal abkühlen lassen, bevor ich da weiter raufgehe. Also das merkt man schon, wie heiß das ist oder nicht. So. Jetzt gehe ich wieder mit dem Versamark drüber. Und
streue wieder das Goldpulver darüber. Jetzt probiere ich was aus. Mal gucken, ob es funktioniert. Also beim zweiten Mal prägen, also wenn du das zweite Mal jetzt geprägt hast und das noch heiß ist, dann kannst du dann auch gleich wieder das Pulver drauf streuen. Dann haftet das dann auch schon ein bisschen drauf. Also da braucht man nicht unbedingt dann wieder das Versamark. Und dann ist es wichtig, dass du dann von unten erhitzt, sonst pustest du das möglicherweise trotzdem weg. So, dann gehe ich noch mal rüber. Eine Schicht. Ah, genau. Warte mal. War nicht heiß genug da auf der Ecke anscheinend. Mal gucken. Jetzt mache ich nochmal die allerletzte Schicht. So, das waren jetzt 5 oder 6 Schichten. Ich habe, weiß das ja gar nicht, muss gleich mal nachzählen, wenn ich das Video schneide. Als ich das hier gemacht habe, habe ich dann jedes Mal mit Versamark wieder raufgestempelt, beziehungsweise mit dem Pinsel das dann aufgetragen und mit dem Nachfüller, also einfach 1, 2 dicke Tropfen aufgetragen, verteilt, Pulver drauf, erhitzt. Und das Ganze dann auch ungefähr 5-mal, ja, 5-mal waren das. Und dann habe ich den Stamparatus verwendet und einfach mit dem Stempel in das noch heiße, geprägte einfach reingesetzt. Also raufgedrückt, wie als wenn man stempeln würde. So, und ich habe ja in dem anderen Video von Stampin' Up und auch noch in 1, 2 anderen Videos gesehen, dass der Stempel dann vorher mit Versamark einfach gestempelt wird. Das werde ich jetzt auch einfach mal ausprobieren, um zu sehen, was es da für einen Unterschied gibt. So. Jetzt positioniere ich mein Motiv. Einmal hier mal gucken, genau, dass ich mache das mal hier unten. Dann brauche ich die anderen Stempel jetzt hier nicht sauber machen und wegnehmen. Das mache ich dann nachher. So. So soll das ungefähr aussehen. Jetzt befestige ich kurz meinen Magneten. Ah. Fingerabdruck. Werde ich die Ecke, weil das ja so hoch guckt, werde ich jetzt einmal mit Snail-Klebemittel befestigen. Dazu streiche ich dann einfach mit dem Embossing-Buddy ab, dass sich das Papier nachher besser lösen lässt. Da habe ich ja auch schon mal ein Video zu gedreht, zu dem Embossing-Buddy, wozu der ja noch hilfreich ist. Ja, das geht ganz gut. So, Versamark. Und dann färbe ich hier den Stempel mit Versamark einfach ein, erhitze das jetzt nochmal und dann
presse ich runter und dann lasse ich einfach kurz ein bisschen auskühlen. Also das ist ja das Praktische bei dem, du musst ja, du kannst es ja liegen lassen, du kannst es ja anschließend nochmal erhitzen. Oh, jetzt ist er aber schon ganz schön hot. Und du merkst, wenn das bereit ist, wenn das anfängt richtig schön zu glänzen und als ob das so ein bisschen schwimmt, also die ganze Farbe, dann ist das schön heiß. Und jetzt einfach runterdrücken. Und ich hatte beim ersten Mal, als ich das ja nach meiner Technik ausprobiert habe, ohne Versamark, da habe ich dann relativ schnell dann wieder hochgenommen und gesehen, manchmal ist es, oder es war einmal, dass der nicht so richtig abgestempelt hatte oder nicht komplett getroffen hatte, weil eine Stelle vielleicht nicht heiß genug war. Und dann habe ich einfach nochmal erhitzt. Das geht auch. Das kann man, glaube ich, bis zu dreimal wiederholen. So wie ich das, ich weiß gar nicht, wo ich das gesehen habe. Bis zu dreimal gucken. Ja, siehst du, hat nicht so funktioniert. Also nochmal. Mit der linken Hand habe ich eben nochmal den Stempel eingefärbt. Das ist ja das Tolle an dem Stemperatus. Du kannst ja einhändig damit arbeiten. Mal gucken. Ja! Das sieht so cool aus. So genial. Tolle Technik. Ich bin begeistert. Das soll auch mit den Klarsichtstempeln funktionieren. Das habe ich jetzt selber noch nicht ausprobiert. Aber ich denke, wenn du das mit dem Versamark einmal einfärbst, dann sollte das auch überhaupt kein Problem sein. Ja, also ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen. Diese Technik, diese Faux Metal Technik. Falsche Metallpräge-Technik. Ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Spaß beim Nachbasteln. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann gib mir doch gerne einen Daumen nach oben. Wenn du den Kanal noch nicht abonniert hast, dann mach das, denn einmal die Woche bekommst du ein neues Video zu sehen. Und denk daran, die Glocke zu aktivieren, damit du auch immer von YouTube benachrichtigt wirst, wenn ein neues Video hochgeladen wird. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!